Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil von unserer Erstellung der Robots. Ich habe gerade mal noch eure Kommentare gelesen zu dem Video davor, um ein bisschen darauf eingehen zu können. Ihr meintet, beziehungsweise jemand von euch meinte, dass er mit dem Lebenswunsch nicht ganz zufrieden ist und doch lieber Beliebtheit hätte, was wir auch zur Auswahl hatten. Das Problem ist einfach nur, ich denke mir, ich weiß nicht, ich habe Beliebtheit so oft, wisst ihr? Also ich bin eigentlich auch dafür, dass Joe Beliebtheit kriegt, aber das nehmen wir so unglaublich oft. Deswegen finde ich einfach mal, die Devianz besser. Weiß ich nicht. Deswegen würde ich das aus dieser Begründung raus so lassen wollen und da nichts weiter dran ändern. Und ihr meintet auch, ich sollte mir mal die vorgefertigten Outfits anschauen. Das können wir gerne mal machen. So. In der Alltagskleidung wohl. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich da hinkomme. Ach du Heilige. Wie kommt man da hin? Fuck it. Ich habe keine Ahnung. Wie geht das? Ich weiß nur, dass man da mehrere Sachen machen kann, wo ich drauf aber immer irgendwie verzichte. Ach hier, gut, alles klar. Tada, geschafft. Ja, stimmt, das zweite ist eigentlich ganz süß. Ah, das ist ja auch lustig, aber das ist noch aus dem anderen Dingelbummel. Nee, aber auf jeden Fall cool, dass es auch vorgefertigte Looks wieder gibt, weil darauf habe ich überhaupt nicht geachtet, weil ich die einfach immer komplett ignoriere. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Ja, gut. Bei Badekleidung haben wir nichts weiter vorgefertigt. Aber okay, ich habe mal reingeguckt. Danke auch nochmal dafür. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in die nächste Erstellung. Und zwar vom Zwillingsbruder. Hier Zwilling zufällig wählen. Ja, ich würde jetzt einfach mal auf Zwilling gehen. Und ich hätte gerne natürlich einen männlichen Zwingel, genau. Vor allen Dingen, ihr meintet ja auch, es wären auch Drillinge nicht schlecht. Finde ich auch, ist eine mega hammer coole Idee. Aber das Problem ist einfach mit der Steuerung. Ich will nicht so viele Sims spielen müssen. Und deswegen bin ich mir da halt... Na, hallo. Also, ich finde Joes Zwilling toll. So, nehmen wir gleich mal. Hallo, wer auch immer du gleich wirst. Ich habe mir schon was überlegt und ich habe beschlossen... Moment, ich muss mal hier auf meine Tastatur gucken, weil die liegt hier so komisch. Dass unser lieber Zwillingsbruder Chris heißen wird. Ich finde den Namen nämlich total toll. Und ich finde, zu einer Joe passt ein Chris. Kann man so machen. Ich wollte jetzt kein JJ nehmen. Das finde ich irgendwie dann zu viel. Und deswegen fand ich Chris eigentlich ganz nett. Wir können ja gleich mal nach dem Gang hier gucken. Ich dachte eher an weniger Schwulitäten. Aber wäre eigentlich auch ganz lustig, ne? Wir haben in die Sims 4 keine Homosexuellen. Das finde ich sehr traurig. Das sollten wir unbedingt mal ändern. Aber nicht heute. Okay, das ist sehr männlich, sehr trottelig, sehr gähnend, sehr motiviert. Also ich würde sagen, entweder den oder so ein bisschen monströs. Ich weiß es nicht. Ich drehe mal vorher. Weil das sieht okay aus. Ich weiß nicht, normal ist so normal, obwohl normal auch okay ist. Aber das ist schon echt heftig, ne? Ich finde es halt doof, wenn immer der Gang der normale Gang ist. Da ist doch hier was Beflügelndes auch ganz nett. Dass der immer gleich aufhören muss, nur wenn man das dreht. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht so recht entscheiden, leider. Das ist mir ein bisschen too much, weiß ich nicht. Also entweder der... Aber der wirkt auch so lalilulilu. Was heißt denn das? Stolzer Gang. Okay, stolz ist ja eigentlich okay. Oder einfach normal. Ach, ich will was Übertriebenes. Aber nicht so. Ich bin total verwirrt. Oh mein Gott. Sieht aber irgendwie komisch aus. Weiß ich nicht. Das sieht irgendwie sehr normal aus. Und das sieht irgendwie aus, als würde er über seine Schultern laufen. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Manno. Ich nehme einfach das, damit wir was anderes haben. Scheiß drauf. So,
Lebenswunsch bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil ich muss immer die Sims nach ihrem Äußeren beurteilen. Danach finde ich mir da einen Charakter zusammen. So, was können wir denn hier wegknipsen? Weggeknipst und weggeknipst. So, und dann gehen wir gleich mal in die Visage. Und werden mal hier alles wegnehmen, was irgendwie da ist. So, das nehmen wir auch weg. Tralali. So, Hautfarbe ist klar, ist ja dieselbe und die Gesichtsstruktur auch. Das können wir alles mal ganz geschillt so lassen. Hautdetails, brauchen wir da irgendwelche? Wäre eigentlich ganz lustig, wenn er dasselbe hätte wie Joe. Ich weiß gar nicht, haben wir Joe das gegeben? Ja, ne? Nee, doch nicht. Habe ich wieder weggemacht. Ach, Mio. Okay, dann lassen wir das natürlich weg. Dann, ach du Heilige. So, weil sonst ergibt es da eher wenig Sinn. So, und tschüss. Ja, gehen wir am besten gleich zu den Haaren. Machen wir hier nichts weiter. Weil das Gesicht würde ich im Prinzip auch so lassen. Da brauchen wir jetzt nicht so wirklich viel machen, finde ich. Weil dadurch, dass es Zwillinge sind, finde ich das völlig okay, oder? Müssen wir da was machen? Nein. Abgelehnt. Sparen wir Zeit. Wir haben hier schon eine Menge Zeit verbracht. Ja, genau. Ich wollte da gucken, was wir an neuen Frisuren haben. Taddy. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. So, was bist du? Okay, die tolle Tolle. Mhm. Ah ja, ich und lange Haare. Ist ja so eine kleine Hassliebe. Ja, und so. Zöpfe. Wunderschön. Ja, ganz interessant eigentlich. Die Frisur finde ich ganz nett. Die ist ganz wuschelig. Ah, und das erinnert mich irgendwie an Star Stable, aber volle Dröhnung, ey. So, gehen wir mal hier gleich auf Kurzhaar. Dann haben wir hier mal die Auswahl, weil ich ja, hier, damit kann ich mich auch noch halbwegs anfreunden. Aber hiermit, hier werdet ihr mich nicht finden, nein. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie was Modernes, was Freches, was auch irgendwie zu Joe passt. Bin mir aber halt um die Umsetzung noch nicht so ganz klaren. Nee, ich glaube, es wird ganz kurz. Hier, das ist doch altersgerecht, oder? Das ist Obi-Chris. So, oder noch chrissiger. ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sogar mit der Frisur einhergehen. Weil ich liebe kurz geschorenes Haar, das glaubt ihr gar nicht. Ich finde das so dieser Army-Style, ich mag das. Ich finde das toll. So, deswegen machen wir das auch einfach mal. Umgesetzt, fertig, aus. So, Behaarung, was haben wir da? Natürlich hier Vollbart. Wunderschön. Ja, keine Ahnung. Irgendwas, was zu den Haaren passt, da finde ich das ja ganz praktisch. Wenn das so ineinander übergeht, das ist auch okay. Ah. Ja, das sieht aus wie Penner. Weiß ich auch nicht, weil dieses Helle, das schaut irgendwie komisch aus. Also so entweder etwas mehr oder viel mehr. Aber ich glaube, da gefällt mir, so etwas mehr besser. Ich glaube, wir handhaben das mal so. Und Hüte, brauchen wir einen Hut? Hier so. Entschuldigung. Was ist das eigentlich für ein Helm? Hab ich auch nicht angeguckt. Wow. Das ist aber interessant. Ja. Das unterstreicht seine Männlichkeit. So, okay. Mützen haben wir keine hier. Make-up. Wollen wir da mal gucken? Was Schönes um die Augen? Nein, lassen wir natürlich auch. So, dann gehen wir mal zur Körpermitte hier. Also ich finde, unser guter Chris sieht eigentlich relativ normal aus. Ich finde die Beine nur ein bisschen dünn. Machen wir mal ein bisschen mehr. Wie sieht es hier in der Körpermitte aus? Relativ durchtrainiert. Ich würde ihm sogar noch ein bisschen mehr Training verpassen. Wollen wir ihn sportlich gestalten, sag mal? So auch vom Lebenswunsch her. Aber wir haben ja auch Mr. Lava Lava, der schon ein bisschen sportlich ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so, auch wenn es ein bisschen schlaksig aussieht, ne? Machen wir es so, es sieht weniger schlaksig aus.
So, dann gucken wir uns mal die neuen Klamotten an. Okay, hier haben wir ein Hemd. Dunkel. Das finde ich ganz hübsch. Ich stehe sowieso auf lila. So, das ist ein bisschen Babyboy. Okay, wow, das finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Ich stehe ja auf so Pullis. Finde ich voll toll. Ja, der gefällt mir sehr gut. Oh, ich glaube, das wird mir auch gefallen. Aber ich finde sowieso, dass die Klamottengestaltung in die Sims 4 wesentlich besser ist als in die Sims 3, was man da so in den ersten Erweiterungen hatte. Und generell im Hauptspiel. Da finde ich das schon wesentlich modischer hier. Bin ich wirklich begeistert, muss ich sagen. Obwohl ich auch bei euch in den Kommentaren gelesen habe, dass einige von euch die Frisuren und so jetzt nicht so auswahlvielfältig mäßig finden. Was ich jetzt so gar nicht bestätigen kann. Klar, es sind noch relativ wenige Frisuren, im Gegensatz, was man jetzt als Endstand bei die Sims 3 hatte. Aber andererseits, so viel braucht man auch gar nicht. Ich meine, man nimmt eh immer seine Lieblingsfrisur irgendwie. Kann höchstens sein, dass einmal ein richtig langer Pferdeschwanz fehlt oder so. Irgendwie klang das jetzt falsch. Aber okay. Und weiß ich nicht. Das kann ich so nicht unterschreiben, aber wer es so empfindet, dann ist das so. Ah, das finde ich auch cool. Ich mag ja Shirts so mit was drauf, ne? Das finde ich ganz hübsch. Ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, aber finde ich an sich nicht schlecht. Ja, finde ich ganz cool. Okay, was ist das für ein Oberteil? Ja, an sich ganz fein. Ich finde es auch mit den leicht hochgekrempelten Ärmeln ganz cool. Aber es sind doch sehr viele pastellige Farben, ne? Immer dieses rosa-blau in der Kombi. So, das sieht aus wie Fleischfarben, ey. Ah, ich weiß nicht, ob man das tragen will, aber so an sich ganz hübsch. Kann man machen, ne? So, ich nehme mal hier das Schwarze, um jetzt mal zu gucken, was wir bei den Herren in der Hosenabteilung finden. Ja, ein schönes Gelb, wunderschön. Ein Schwarz, ein Blau, ein Rosa, ein Grau. Ja, ist auch wieder so mit Falte die Hose, ne? Kann man mögen, muss man aber nicht. So, was ist das? Ach du Heilige, oh nein, nein, jetzt noch Flipflops und dann, oh nein, oh, wie ich diesen Kleidungsstil nicht mag. Ach Mann, ey, nee. Ja. Das finde ich immer so lustig, wie sich bei Kleidung und bei Farbgestaltung und sowas da immer die Geister scheiden. Das finde ich echt interessant. Oh, kurze Hosen. Ich mag kurze Hosen. Nicht die über die Knie gehen. Ich weiß, es kann im Sommer anstrengend sein, wenn man halt mit langen Hosen rumläuft und so. Aber ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da eine totale Abneigung gegen. Ist einfach so. Ah, sowas mag ich auch nicht. Ah, das sind alles Hosen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Da ist nichts dazu gekommen. Was mir hilft. Aber gut, vielleicht gefällt euch ja was davon. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Dann können wir da ein bisschen diskutieren. Oh, ich hasse das, wenn über Hosen so x-tausend Sachen drüber gestreift sind. Ach, wie furchtbar. So, gehen wir mal in die Kombination. Vielleicht finden wir da etwas, was mein Gemüt wieder besänftigt. Obwohl ich ja eigentlich die Oberteile total schön fand. Das finde ich auch mega hübsch. Muss ich ja mal so sagen. Ich mag so einen alten Stil. Ich finde das cool. Hier haben wir einmal, Angestellten des Monats Kleidung. Finde ich aber auch echt cool. Ich hätte mir da vielleicht nur noch gewünscht, dass es ein bisschen mehr Farben gibt, wisst ihr? Dass sich das alles ein bisschen voneinander abhebt, aber na mein Gott, ist so. Ist auch ein sehr interessanter Anzug. Also ich finde, untenrum kann man auch mit einem Schlafanzug verwechseln. Ist möglich, ne? Muss aber nicht. So, war der jetzt gerade schon? Der ist schon da. Da suche ich gerade schon wieder zu viel. Okay, wir haben auch neue Armbänder für die Herren, von denen wir jetzt nicht viel sehen. So wird das vielleicht schon eher was. Ich drehe ihn mal ein bisschen. So. Sieht aus wie Zopfgummis oder so da drüben. Ich versuche gerade zu entziffern, was das ist. Aber so an sich finde ich das ganz cool. Ich meine, das Perlendingel, da hätte man vielleicht weglassen können. Ach nee, auf der anderen Seite gibt es noch mehr Perlen. Mein Fehler. Weiß nicht, so Männer und so Kügelchen, das ist für mich immer, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Aber was der moderne Mann heutzutage so trägt, ne, wollen wir uns mal nicht beschweren. Und Handschuhe haben wir jetzt auch, das ist cool. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es optisch passt, so für den Angestellten ist es doch bestimmt ganz cool. Aber es ist auch bestimmt fürs Labor-Dingelbummel, wa?
werde ich mir einfach mal so zusammenreimen. Ach, schöne Handschuhe. Weg damit. Yay, neue Schuhe. Ah, die sind ja auch mal crazy, ne? Und die Farben sind ja ein kleines Highlight. Ah, die gefallen mir, Alter. Die würde ich auch anziehen. Gib mir deine Schuhe. Dein Geld will ich nicht, aber gib mir deine Schuhe. Yeah. Ja, ich wäre ein schlechter Dieb. Ich würde immer nur... Ach, hier haben wir die Flipflops. Ach, du Heilige. Das sind ja so komische Sandalen oder ach, weiß ich, was das für Schuhe sind. Sowas, was ich niemals tragen würde. Wow. Okay, haben wir mal schnell übersprungen. Oh, jetzt geht's ja los. Das sieht so lustig aus, nur dem Höschen, ey. Ah, guck mal, die Schuhe hier passen wenigstens zum Schlüpper. Oh, wie gut. So. Ja, haben wir uns die auch angesehen. Gut, dann haben wir hier noch ein paar orthopädische Latschen. Sehen ein bisschen aus wie die Schuhe vom Nikolaus, aber denke mal, passend vielleicht zu dem einen oder anderen Anzug, den wir gesehen haben. Ja, gut. Abgesehen von dem komischen Muster da, finde ich die Schuhe eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich finde, das Muster verkackt es irgendwie. Sieht das aus wie so ein paar Hauspantoffeln? Ah, naja, nicht so meins. So, was haben wir noch an Schüchen? Ja, die gefallen mir schon ein bisschen besser als die da drüber. Aber wirklich meins ist auch nicht. So, was haben wir hier noch für geklöppelte Schuhe? Boah, ich nehme es zurück. Das sind die Schuhe vom Nikolaus. Ja, ho, ho, ho. Ja, also in schwarz gehen sie, da kann man es auch gut zu einem Anzug tragen, denke ich. Aber, naja, der Rest ist leider nicht so meins. Aber gut, dann haben wir uns alles angeschaut und wollen mal gucken, dass Chris hier ein bisschen was angeholfen bekommt. Ja, was ziehen wir ihn an? Ich bin ein bisschen verzweifelt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich versuche jetzt irgendwie so den Joe-Stil zu finden. Ah, da ist ein Herzchen drauf. Na, hallo Chris. Was geht? Wuhu. Oh, das finde ich gut. Herzen sind immer gut. Die sind auch sehr männlich. Ach, Mann. Ja, ich bin ein bisschen unentschlossen, muss ich ja zugeben, ne? Weiß nicht, irgendwie so was draufsteht. Steht da irgendwo noch was anderes drauf? Ne, ist nur in verschiedenen Farben. Hm. Weiß nicht, vielleicht komme ich auf das T-Shirt zurück. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie... Er wirkt auch ein bisschen unförmig, muss man ja mal zugeben, ne? Na, es wirkt so breitschultrig. Zu Jeansjackenmäßig. Geben wir ihm einfach den Pulli, den ich so toll finde? Gut, dann haben wir hier wieder nur so grau-schwarz-Farben irgendwie. Finde ich dann auch ein bisschen schade. Ich glaube, ich gebe ihm lieber das T-Shirt, ne? Ach wohl, wo hatten wir denn vorhin das andere T-Shirt, was mit dabei war? Hier, das ist das, ne? Aber das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wenn ich da jetzt noch eine gute Farbe finde, die mir gefällt, dann nehmen wir das. Aber irgendwie gefällt mir hier keine Farbe richtig, leider. Nee, da nehme ich lieber das T-Shirt hier unten. Eigentlich ein bisschen auch hier in weiß-schwarz. Finde das ganz cool. So, und dann gehen wir mal in die Beinbekleidung. Da hätte ich am liebsten auch gleich Jeans. Ja, die Jeans, die ist schon mal raus. Die hat verkackt. So, hier haben wir so ein bisschen den abgeranzten Teil. Irgendwie hängt sein Po ganz weit weg. Hey, J-Lo. Hey, J-Lo. So, könnten ihn natürlich auch ein bisschen abflachen. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir ihn vorher hatten. Hatten wir ihn so? Keine Ahnung, er steht irgendwie wie so ein Hampel da, oder? Irgendwie hat er eine Körperhaltung wie eine Null. Ist ja echt nicht normal. So, ich bin mit der Hose aber immer noch nicht so ganz im Klaren. Vielleicht hier einfach so ein Blau? Das Blau ist hässlich. Ja, hier das Grau, das finde ich ganz okay. Nehmen wir einfach mal das Grau fürs Erste, auch wenn es mich noch nicht so glücklich macht. Haben wir irgendwie coole Schuhe? Die finde ich ein bisschen zu klein. Vielleicht sollten wir die neuen nehmen. Die ich eigentlich auch ganz cool fand. Wo sind sie denn? Ich bin gerade ein bisschen betriebsblind. Ah, so, hab sie.
Weil die finde ich an sich so ganz cool. Na, ein bisschen zu pink. Aha. Oh, auf jeden, Alter. So, 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 so gefällt mir das. So, ja, machen wir so. Wie sieht's jetzt eigentlich aus mit, keine Ahnung, Brille oder so? Sind wir irgendwie cool? Braucht er eine Brille? Weiß ich nicht. Irgendwie nicht, oder? Oder hier so eine Gangster-Sonnenbrille. Was geht? Hallo? Hallöle? Yo? Nein, wir machen ohne Sonnenbrille. Wir sind ja mal nicht so. Und ja, gehen wir mal in den Rest des Outfits hier. So, Dalle. Abendkleidung! Wuhu! Ich weiß nicht, ob mir die Kombination jetzt so gefällt. Daher gefallen mir die ganzen Knöpfe nicht. Wir können einfach hier das neue nehmen. Das fand ich in schwarz eigentlich gar nicht so schlecht. Nehmen wir einfach mal in schwarz. Und ich finde jetzt hier gleich bestimmt auf Anhieb eine Beinbekleidung. Da bin ich mir ganz sicher. Das passt nämlich immer so super. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie doof aus. Und das sieht so unbeholfen aus. Das sieht okay aus, weil es ein bisschen lockerer wirkt einfach. Was nehmen wir denn da jetzt für Schuhe? Die sind mir ein bisschen zu blau. Und es sind halt so Kastenschuhe. Ich hasse Kastenschuhe. Ich bin so wählerisch, ne? Ach man, so. Ja, nehmen wir die, die passen ganz gut. Sportkleidung. Ah, ich wusste, dass er mich liebt. Oh, das ist so süß, ne? Ich stehe ja voll auf die Herzen. So, auf die Schuhe stehe ich ja auch hier ungelogen. Ist ja kein Geheimnis. Wir könnten ihm allerdings auch von denen jetzt noch ein bisschen was anderes geben. Hier geben wir jetzt mal die weißen für Sport. Ein nettes Höschen. Können wir rein theoretisch auch weiß machen, aber es sieht ein bisschen lame aus, weil das verschiedene Farben sind. Gebe ich ihm jetzt einfach aber mal so. Und ein Shirt. Wir können rein theoretisch auch den Kapuzenpulli geben. Obwohl ich jetzt weiß auch nicht so geil finde. Mal mit irgendeiner Farbe hier arbeiten, wäre ja auch was. Oh, Rot sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Obwohl ich da, glaube ich, fast das Gelb vorzuge. Haben wir noch irgendwie was anderes? Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie ein Shirt mit was drauf. Aber hier sind wieder nur die Herzen drauf. Den Pulli haben wir schon im Dings an. Was macht das? Na, aussehen, wie es aussieht. Hilft mir auch nicht weiter. Weiß nicht, dann nehme ich hier lieber das Rot irgendwie. Finde ich ganz okay. Machen wir einfach so abgehakt. So, so. Ja, das ist ein Traum. Oh Mann, oh. Er verliert irgendwie sein ganzes Äußeres an seiner Körperhaltung. Ach, Menno, so, haben wir noch was anderes außer die Seniorenkollektion? Nein, haben wir nicht. Ja, mit was geht man denn schlafen? Wenn ich hier sowas Blaues? Sieht aber auch irgendwie unbeholfen aus. Ich weiß nicht, sowas sieht ganz schlimm aus. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, gekauft. Und jetzt noch ein Höschen. Oh, die Herzchenschlüpper. Hol die Herzchenschlüpper raus. Oh, echt jetzt Knutschmund? Wo ist dein Knutschmund? Aber das ist doch ein... Ah, da oben. Ah, heiß. So, hier nochmal die Herzchenschlüpper. Finde ich auch ganz hübsch. Und das Höschen brennt. Yeah. Aber ganz ehrlich, ich finde die Herzchenschlüpper geil. Die nehmen wir. Weil die bekloppen. Ja, wir könnten ihm höchstens noch ein paar Socken verpassen. Weil vielleicht ist es sonst ein bisschen kalt an den Füßen. Ich weiß nicht. So, passt sogar zum Outfit. Ja. Also er hat es nicht so mit der Kleidung, ne? Also es ist echt nicht sein Tag. Es ist doch viel schöner hier. Kacke. Okay, was Cooles zum Party machen. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Du. Mm.
bada, bada bum. Ich hab echt keine Ahnung, was ich ihm noch anziehen soll. Woo, woo. Denn die Klamotten finde ich nicht so toll. Aha. Manu. Ich finde hier nichts. Jetzt sieht er aus wie ein Angestellter. Das sieht alles aus wie so ein, wie frisch von Mutti aus der Informatikkarriere. Ah, also nichts gegen Informatikkarriere, aber noch nicht frisch von Mutti. Landen wir wieder hier bei dem T-Shirt. Finden wir vielleicht mal was anderes drauf. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so das Party-Highlight. Warum finde ich hier nichts? Ich verstehe das nicht. Und das sieht ja so breit dran aus, ne? Ich habe Angst, dass er jetzt, wenn wir ihn nackig machen, zu dünn ist. Oder es sieht irgendwie dürr aus. Hm. Aber sonst sieht es so bekloppt aus, wenn da alles so fett ist. Also es ist ja nicht fett, es ist ja Quatsch, aber es sieht halt so breitgeschlagen aus. Hm. Ach, keine Ahnung, wir machen jetzt hier so irgendwie was. Hm. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ist mal was anderes, außer meine Schwarz-Weiß-Töne, die ich ja verehre. Ich hätte jetzt gerne irgendwas, was zu diesem Hellbraun da anknüpft. Okay, die Jeans haben wir ja auch schon abgehakt. Ach, das ist die hier. Passt farblich zwar, aber irgendwie in die falsche Richtung, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Da, da, da. Aber du schaust mir trotzdem zu. Mann. Ich will nicht schon wieder dieselbe Hose. Mir kommen die Hose aus den Ohren. Das Blau sieht hier so kacke aus. Oh, das helle Blau geht. Nehmen wir. Also, die passen nicht so richtig. Er sieht aus wie so Klotz, oder Witz? Ja, ja, ja. So, das geht nicht mal über die Schuhe rüber. Auch nicht schlecht. Noch ein paar orthopädische Latschen. Hoho. Ja, hoho. Jetzt nervt mich das Rot nämlich schon wieder. Er sieht aus wie so ein Göppel, ey. Wie so ein Bauerngöppel. Das taugt mir nicht. Ach, Manu. Was haben wir denn hier bei vorgefertigte Looks? Hm. Weiß nicht. Fubane Skooma. Ja. Ich glaube, damit komme ich ganz gut klar. Nur die Farbe gefällt mir nicht so richtig. Ich mag das T-Shirt nämlich nicht. Das ist mein Problem mit diesem Ding. Ah. Hm. Hm. Welches hatte er denn jetzt an, verdammt? Das Blaue hier, ne? Ja, komm, lassen wir jetzt einfach so. Ach, du Heilige. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, braucht man zum Schwimmen ein Shirt? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber halt einfach dein Höschen an, dann sind wir schon mal ganz gut dabei. So ein bisschen, ich weiß nicht. Was haben wir hier für geile Neon-Styles? Yeah, voll toll. Mit ein bisschen Palmoliv hier. Das Pink finde ich schon ein bisschen geil, ne? Für eine Frau. Ich werde hier nie was finden, was mir gefällt. Weil das ist mir alles zu kurz. Und zu orange. Ach, keine Ahnung, es sieht einfach abgekackt normal aus. Bleib so. Und dann gehen wir in die wundervollen Wesenszüge. Yay! Ach, kacke.
So, wie ist unser Chris nun? Also wir haben festgestellt, er steht wie ein Göppel, er ist angezogen wie ein Göppel, er ist nicht der beliebteste, nein. Obwohl ich ihn eigentlich ganz anders haben wollte, habe ich jetzt nach diesem Stylen irgendwie ein ganz anderes Gefühl für ihn. Weiß ich nicht. Ich bin mir sehr unsicher, was er machen soll. Irgendwie ist er nicht das geworden vom Wesen her, wie ich es mir vorgestellt habe. Also jedenfalls das, was ich gerade empfinde, sagen wir es so. Also ich würde ihm entweder Natur oder Familie geben, muss ich sagen. Angler-Ass, freiberuflicher Botaniker, der Kurator, Outdoor-Fan. Familie, große glückliche Familie, erfolgreiche Abstammung. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt ja auch nicht den riesigen Familienaufbau machen. Essen ist jetzt nicht so meins. Vermögen wäre vielleicht nicht schlecht. Herrenhausbaron. Dieser Sim möchte unbedingt das größte, ausgefallenste Haus besitzen. Dieser Sim will reich werden und Erfolg im Beruf haben. Vielleicht ist er einfach so ein kleiner, verplanter, reich werden wollender Geek. Das wäre doch was. Was haben wir hier bei Wissen? Computerfreak? Nerdhirn? Ja, ich weiß nicht. Computerfreak wäre auch irgendwie was, oder? Ist ja für euch eher nicht so der Freak. Also für mich ist er ein totaler Freak geworden, obwohl ich das, wie gesagt, überhaupt nicht wollte. Kacke. Eine Kreativität will ich ihm auch nicht geben. Bestseller-Autor, musikalisches Genie, Künstler. Ja. Und Sport vergessen wir gleich, obwohl ich das eigentlich in eine ganz andere Richtung haben wollte. Aber schaut ihn euch an. Ja. Ja, so habe ich irgendwie wieder mehr Achtung vor ihn. Aber ich glaube, ich will ihn echt in die Computersache schicken. Ja, ich glaube, das möchte ich. Weil ich finde, er wirkt ein bisschen so. Für mich. So, selbstsicher ist er für mich nicht, auf keinsten. Ist für mich tatsächlich ein bisschen Geek. Ich glaube, das nehmen wir auch mal, weil ich das bis jetzt noch nicht hatte. Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science-Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Aufspüren von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Wow! Yeah! So, zimperlich. Ja, das würde ich ihm auch sofort unterschreiben. Ich habe eine ziemlich schlechte Meinung von ihm, obwohl ich ihn eigentlich mag. Wisst ihr, was ich meine? aber für mich ist er auch irgendwie total gut. Ja, er ist für mich irgendwie gut und fröhlich. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was wir ihm als letztes geben. Als Schwanke zwischen Spinner vielleicht, aber das ist nicht so wirklich meins. Ich weiß nicht. Ich würde ihm echt gerne materialistisch oder zimperlich geben. Oder faul. Faul finde ich auch geil. Aber ich fände zimperlich echt cool. So, nein, ich habe es jetzt nur mal gemacht, um es anzugucken. Tollpatschig wäre auch geil. Oh, wow. Ein tollpatschiger Geek. Der gut ist. Ist doch süß. Ich bin mir so unsicher. Da. Voll doof. Faul ist er für mich aber auch nicht. Vielleicht chaotisch? Oh Beroy. Ja, nein. Aber vielleicht ist er auch gesellig. Ja, komm, wir machen ihn mal schlechter, als er ist. Er ist gesellig. Punkt, fertig, aus. So, dann haben wir hier soweit alles eingestellt. Beziehungen bearbeiten. Schwester hatten wir gemacht. Ja, ne? Also, wie gesagt, ich fände einen dritten Zwilling cool, also wenn wir Drillinge hätten. Aber, wisst ihr, ich bin mir da sehr unsicher, was das Spielen angeht. Also ich möchte es eigentlich nicht. Und, ja, wenn nicht, können wir immer noch irgendwoher ein verschollenes Geschwisterteil holen. und ich würde jetzt sagen, wir starten erstmal mit den Zweien hier. Und ja, das war es jetzt im Prinzip auch schon wieder von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht wahr, Chris?
gucke mal. Kuckuck. ja, und dann würde ich sagen, ist das nächste Video das Hausbauvideo, was ein bisschen kleiner ausfallen wird, denke ich mal, weil wir noch nicht so viel Kohle haben. Und ja, dann geht's auch schon mit dem Let's Play los. Heute ist alles ein bisschen verspätet, weil ich noch an Hausaufgaben saß und ich habe mir gesagt, die muss ich erstmal fertig kriegen und deswegen habe ich nicht weiter aufgenommen. Oh mein Gott! Und ja, dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!